Manchmal bist du an diesem Punkt im Leben, wo du dich fragst, ob du immer richtig abgebogen bist. Du hinterfragst einfach immer deine Lebensentscheidung. Ich habe das Gefühl, das hier ist so ein Punkt. Wir spielen heute die Demo vom Gym Simulator 24, ja. Das ist übrigens auch zufälligerweise mein Alter, falls ihr euch das mal gefragt habt. Und das Spiel ist gerade noch in Early Access, ja, deswegen, da können wirtschaftliche Probleme auftreten oder das Spiel selber spielt mal ein bisschen verrückt und da kann ja alles passieren. Aber generell wird das bestimmt ein high-polished Game werden am Ende, wenn es fertig ist. Ich bin ziemlich sicher, ist das Elon Musk? Ah, er geht am Gym vorbei, ist er. Ja, das ist er. Cool. Okay, ich bin ziemlich sicher, das wird eines Tages ein respektables Stück Software. Ich gucke mal, Türkisch, Russisch, okay, das sind die Sprachen, die ich mir wünsche. Und dann hier nochmal, kann ich da eventuell nochmal ein bisschen höher gehen? Ja, so gefällt mir das. Und dann hier High, Low. Ich würde gerne mal auf Low machen, ne? FPS-Limit, ich mache jetzt 120. Und V-Sync ist... Der Soundtrack ist auch schön. Sieht viel besser aus jetzt. Warte ganz kurz. Ist die Musik für euch so in Ordnung? Ist das zu laut, zu leise? Ist irgendwie, wie gefällt es euch bis jetzt? Ist nicht zu laut? Ist okay? Ist das okay, die Musik, ja? Und die vielen Soundeffekte? Zum Beispiel das Grillenzirpen, das ich mir gerade einbilde? Das weiß ich nicht. Selbst die Grillen sind eingeschlafen gerade. Was soll ich euch sagen? So, ich drücke auf New Game und bald kommt auch Multiplayer Workout coming soon. So, Credits. Okay. Was ist das? Ich drück mal auf New Game. Ach. Buy First Gym. Set Name und Logo. Wow, ich bin aber sehr motiviert. Auch wenn ich zum Einkaufen gehe, mache ich auch mal so. Das ist, das ist eine riesige Motivationskurve. Müssen wir aber auch haben. Wir kaufen unser erstes Gym. Ich weiß, da drüben würde ich vorschlagen, hier die Straße. Ist auch schon ein bisschen... Ich gucke mir noch mal ganz kurz die Gegend an. Ich muss... Oh, wir sind in den USA offenbar. Okay, place your ad here. Okay, hier geht's auch rein. Hier ist eine Kunstgalerie. Sell your inventory items. Ach, wir können hier auch wirklich was machen. Ich würde gerne Musik kaufen. So, hier hat jemand sehr, sehr lange... Warte mal, das Bild... Das Bild ist aber geklaut. Oder? Das kommt mir gerade sehr bekannt vor. Habe ich das nicht schon mal irgendwo gesehen in der Twitter-Timeline oder so? Das kommt mir gerade sehr bekannt vor. Na gut. Ich würde gleich vielleicht noch ein bisschen Workout-Musik anmachen, aber ich gucke erstmal, ob wir die überhaupt brauchen. So, hier ein sehr... Was kann man mit dem machen? Ich komme mir gerade vor wie so ein Prank-YouTuber. Okay, warte. Ich schaue mich ganz kurz um hier und ist aber schön, dass die hier einfach sitzen und ein bisschen die See genießen. Die Möwen sind schon tot. Klimawandel ist da. Das ist okay. So, ich, rein musikalisch bin ich unsicher, was ich anmachen soll. Ich guck mal kurz da, coming soon. Ich schau mal eben. So, was haben wir denn hier? Pool Management. Oh, da kann man hier bald in den Pool gehen. Okay. Zinn, da ist das Zinngebäude. Ich kaufe jetzt mal, pass auf, Required Level 1. Wir brauchen nur 5000 Dollar, die hat jeder von uns mal eben rumliegen. Also Hand aufs Herz. Und ne, mit den heutigen Immobilienpreisen, natürlich kostet das hier im Verkauf nur 5000. Das ist absolut realistisch. Stellt euch mal nicht so an. So, ich nenne der Name. Alpha-Tiere. So. Alpha-Tiere, Größe so, Breite, ja, richtig so. Und dann rot, ich weiß noch nicht genau. Gold, schwarz? Ich weiß noch nicht. Schwitzkasten finde ich auch sehr schön. Schwitzkasten finde ich gut. Oder Gorilla-Bude. Oder vielleicht so ist auch schön. Chadmaker. Strong finde ich auch gut. Pumpernickel ist auch nice. Ja. Muskeltiere finde ich auch nice. Ja, okay. Ich nenne es erstmal Streichelzoo. Wir werden... Oh, Logo kann ich auch mal... Ach so. Size. Ja, möchte ich natürlich groß haben. Ich habe immer ein kleines Logo.
Logo zufrieden. Warte mal so. Wir haben momentan nur die drei Logos zur Auswahl. Ich würde dann eventuell, ja, ich finde das eigentlich ganz nice hier. Ne? Machen wir einfach mal. So. Apply. Das haben wir jetzt. So einfach ist das. Und dann guck mal drin mal. Wie sieht's denn hier wieder aus? Trash. Wo kommt... Gibt's hier einen Mülleimer? Ah. Ich bringe kurz den Müll raus. Warte kurz. Ja? Und damit meine ich die ganzen Leute, die sich im Gym selber filmen und dabei andere Leute stören. So, da bringt man einfach gerne mal den Müll raus. Und eigentlich müssten wir es auch deutsch aussprechen. Wir sind hier im Gym. Ja? Im Gym. Oder in der Fitnessbude. Place your ad here, place your ad here, place your ad here. Junge, Junge, Junge. Wirtschaft hier im Spiel ist aber auch im Arsch. Keiner macht Werbung. Was ist das hier? Ist auch Müll, okay. Was kann man auch brauchen? Luftpumpen ist auch geil. So, warte. Das ist ja jetzt... Ich brauche, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche ein bisschen Motivationsmusik. Ich mache ganz kurz eben, gib mir eine Minute. So, warte. Ich guck mal eben, ja? Vielleicht haben wir da was. So. Hallo, ich hab Muckibull. Man muss ja auch schon Werbung machen. Ich muss Level 3 machen. Oh, shit, okay. Kann ich die hier wegmachen? Yo. So. Da steht der Eröffnung nichts mehr im Wege. Ach, muss ich auch wegräumen hier? Ah, okay, so. So. Das ist einfach die Musik für Leute, die neu hier im Club sind. Mit der Tuba einfach. So. Okay, ich kann ein Rad öffnen und dann hole ich den Besen, den Schrubber raus. Ich mache jede Fußspur einzeln. Ich bin sehr gewissenhaft. War es das schon? Was haben wir noch? Eine Paintrolle. Ah, no item found. Okay, das ist nicht viel. Was ist das da? Use Deodorant. Okay. So, was müssen wir kaufen? Wir müssen zwei Equipments kaufen. Boxtraining, Locker Room Male, Female, was? Ceiling, Reception? Ich, Shop. Ah! Ich guck mal kurz. Wir haben momentan 25.000. Ich würde also erstmal ein bisschen sparsam sein. Wir machen zuerst ein bisschen Cardio. Hier. Das hier. Und hier und hier und hier, ja? Da geht's natürlich noch weiter, aber die Geräte werden halt teurer einfach immer. Ey, genau, wir zahlen mit Gronkmark. Das ist, das kennt man so. 4 Changing Cubicles from Locker Room. Okay, wir haben Umkleidekabinen. 1, 2, 3, 4. Oh, wird aber teurer. Wir müssen, wir müssen mal gucken. Trashcan from Extras. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Trashcan, 2. Den Hammer müssen wir nehmen, okay. Dann würde ich hier, was soll man zuerst bauen? 2 Equipments. Ich müsste eigentlich mehr, ich müsste noch mehr bauen, ne? Also wir bauen jetzt schon auf... Was ist für ein schmutziges, kaputtes Ding? Igitt! Was ist das so? Das ist doch Gebrauch. Aber wir kriegen das schon hin. So, Cardio. Zum Fenster drehen. Nö. Ich habe überlegt, ob ich das andersrum mache gerade. Rausgucken.
Ihr wollt doch... Ah, oh, ich verstehe, ich verstehe. Warte mal. Kann ich das nicht... Das ist mit der Arm. Habe ich Armprobleme? Habe ich gerade einen Schlag oder so? Okay, ich edit zu Inventory. Okay. Wenn ihr wollt, dass das dann zum Fenster geht, dann machen wir das nämlich so. Pass auf. Ich bin clever. Wir machen das so rum. Bevor ihr jetzt schreit, ja? Lasst mich euch erklären, warum. Ihr werdet es gleich sehen. Hoffe ich. Ihr müsst mir jetzt ein bisschen vertrauen. Der Laden verkauft sich von selbst. So. Gut. Dann, bei 4 Changing. Die haben wir schon. 2 Changing Cubicles und the Man Locker Room. Aber wo ist denn ein Man Locker Room? Außerdem haben wir noch die hier, ne? Da muss ich zu viel rennen, glaube ich, ne? Ich mach das mal hier hin. Da sieht man zwar nicht, aber... So. Ich hab doch genug von TikTok gelernt, Leute. So, stell ich aber da hin. Mir egal. Und hier. Das kommt aber gegen die Wand. Woo! Ach, wir haben ja schon... Ah, Lockerroom. Hier ist ja schon Lockerroom. Dieses Spiel hat im Bausystem etwas, was Starfield nicht hat. Und zwar kann man Sachen besser so platzieren, weil die nicht einfach komplett durch die Gegend rotaten. So, jetzt zu den Trashcan. Ich mache es mal hier. Wo Spiegel für Selfies? Kommen wir noch zu. Kommt doch alles noch. Warte, wir haben doch gerade nur angefangen hier. Locker Room. Extras war das, ne? Trashcan. Kommt hier in den Müll. Jetzt 2 Cubicles hier. Was passiert, wenn ich den hier hinpacke? Mal gucken, ob das Tutorial das checkt. So, was ist denn? So, wait for your first member. Hey Leute, ja, komm rein. Hey, Mucki Klaus, du siehst auch aus wie jemand, der richtig Fitness machen will. Was mache ich jetzt? Go to Computer. Matteo Stevens, select membership class. Was will er denn? Standard. Wo ist denn Standard? Da. Kommen Sie ran! Wie sieht's aus? Hallo, ich möchte Standard. Travis Busch. Standard für $56 im Monat, natürlich. Ich gehe beim Umziehen gucken, ja? Warte. Ihr wollt auch immer beim Umziehen spannern. Okay, warte. Mist, ich komme nicht rein. Man kann doch nicht springen. Das ist die Sportkleidung, die sieht viel besser aus. Wow, geil. So, Leute. Bam, bam. Jetzt wird reingeschallert. Los, komm. Ab an die Geräte. Ich trainiere schon mit im Geiste. Ja, das sieht super aus, super aus. Jetzt nochmal. Ja, haben wir nochmal 4 Sets gerade. Nicht nur einmal mit dem Arm. Komm. 4 Sets pro Durchlauf und dann 4-mal mit jedem Arm. Komm. Let's go. Und du, beweg mal deinen Speckarsch hier ein bisschen auf die Geräte. Ja, du fettes Schwein, du fettes Fettschwein. Guck dich mal an, du siehst aus wie ein Schmalzeimer. Los, du Eimer Mayonnaise. Los, mehr Gewichte, mehr Gewicht. Was war denn das? Hat er gerade, was muss ich jetzt? Achso, ich muss hier aufräumen. Okay, ich versuche ein bisschen zu motivieren immer, ne? Achso, hier, tidy up equipment. Mach ich doch glatt. So, los, los, du Fettuccini. Okay, das läuft. Okay, sehr gut. Ja, das macht ihr sehr gut. Mehr in die Pedale, mehr in die Pedale. Ich will dich schwitzen sehen. Na los.
Rasier dir wieder die Beine, dann kannst du schneller fahren, hä, du alter Sportler. Los, 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 los. Gut. Water Splash, das ist kein Water. Wo soll das Wasser herkommen? Ach Gott, das ist schon wieder ekelhaft. Oh nein, der stinkt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das geht natürlich gar nicht. Habe ich einen Trailer gesehen? So, oh, ich kann nicht. Jetzt habe ich den entstunken. Junge, 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 Junge. Ihr seid so widerlich, ne? Ihr Primaten. So. Also bis jetzt läuft gut. Ah. Na, wenn sonst nichts ist. Hä? Verdiene ich gerade Geld? Oh. Habe ich gerade trainiert oder nicht? Tschüss, wir sehen uns bald wieder. Ein Besuch kostet $650? Wow. Nee, ist keine Pfütze zum Glück. Ich dachte gerade, wäre eine Pfütze, so eine Arschpfütze oder so. Okay, hier kann ich nicht trainieren. Schade. Geht nur hier bis jetzt. Start Workout. Oder muss ich irgendwas Besonderes klicken? Nee, ne? Nee, nee, nee. Nö. Okay, hier kann ich nicht. Wann kommen denn hier mal mehr Leute? Da drüben ist das umsonst. Da gibt's einfach, das gibt's einfach umsonst da drüben. Kannst du Geräte reinigen? Ja, 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 ja. Muss ich wohl. Noch eine Weile. Jo, kommen sie rein, kommen. Ich bin so fett, ich könnte ins Fitnesscenter gehen. Ich dachte, ich bin ihre innere Stimme. So, hallo, wer bist du denn? Taylor Williams. Schreibe ins Buch. Okay, ja dann. Parum, parum, parum. Parum, parum, parum. Na los, ihr Fetten. Was denn hier? Second Gym. Ach, direkt nebenan kann ich Second Gym kaufen? Das ist geil. So, Gym Dirtiness 3%? Wo ist es denn hier dirty? So, 1% ist hier noch irgendwo. Bestimmt einfach so irgendwo so eine Schnakenscheiße oder so, wie man den sieht. Irgendwas Winziges. Oh, Entschuldigung, ich wollte. Oh, meine Dame. Was hat die denn? Okay, ist ein Hemd. Ich dachte schon. Ich dachte, das ist auch eine Pfütze. Ich wollte gerade hinterfragen. So. Ich bin der Typ, der in TikTok-Videos im Hintergrund ist, angeblich. So, prima. Starke Frau, auf jeden Fall. Die Frau regelt. Was ist denn das hier? Add to Inventory? Was ist denn da? Was ist das? Klimaanlage wahrscheinlich, wa? So, ich mache mich schon mal bereit. Ich weiß genau, die stinkt gleich. Weh, du stinkst. Weh, du stinkst. Ich pass schon auf, wenn du stinkst. Hab ich gewusst, du stinkendes Stinkschwein. Na los. Du riechst wie ein Schweineeimer. Heilige Scheiße, wie kann man denn so abstinken? Das ist doch nicht wahr. Okay, ich komme, ich komme, ich komme. Entschuldigen Sie bitte. Hallo, Standard, Layla Stevens. So. Layla, herzlich willkommen. Wie kann ich denn, wie kriege ich den Gestank hier aus dem Gym? Ich möchte den Gestank hier rauskriegen. Oh boy, girl, was auch immer. Oh, du bist so widerlich. Hier, in die Arschritze. Ich sprühe deine Arschritze. Oh.
Der Gestank ist raus. So, wir wollen ja nicht stören, wenn Leute hier trainieren. Weißt du was? Ich habe noch die Zeit, ne? Oh nein, da ist wieder 1%. You can work out only once a day. Was? Das sehe ich aber anders. Eine Armlänge Abstand. Eine Armlänge Abstand. Zähne putzen. Los, Zähneputzenzeit. 3 Minuten. Hat nichts zu tun gerade. Mir ist langweilig. Wie sieht's denn hier bei den Mädels aus? Na ja, gut. Oh, 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 ii. So. Ich komme. Warte, warte. Erstmal wieder die Hand nehmen. So. Hallo, wie sieht's aus? Low Class? Okay, dann darfst du aber nichts machen hier. Also bei Low Class kannst du Yoga auf dem Holzboden machen. Mit dem Gesicht nach unten, bitte. So. Oh nein, nicht schon wieder. Ach, das Deo ist ja vorne. Wieso habe ich denn das Deo nicht dabei? Aber alles andere. Okay, das war nur ein leichter Gestank. Zum Glück nur ein ganz leichter Gestank. Wie bei dir. So, warte. Oh Gott, da drin riecht es so nach altem Schweiß. Oh, also richtig nach alten Eiern riecht es da drin. Tschüss, beehren Sie mich mal wieder, uns, also hier im Streichelzoo. Ich habe eine Geschäftsidee. Ich habe eine fucking Geschäftsidee. Kann ich den Zoo noch umbenennen? Streichelzoo, Main Menu, Shop Advertiser, New Member. Ich kann ihn nicht umbenennen. Oh nein, ich habe gerade voll die Geschäftsidee. Shit. Okay. You can't close. Vielleicht, wenn ich, wenn close ist, kann ich vielleicht. Ich weiß noch nicht genau. Wir schauen. Neustart. Aber wir haben so viel Geld gemacht. Sie schaut wie ein Starfield-NPC. Oh, 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 Gurgel. So, was ist denn los? Hello, Standard-Membership. Ja klar. Holz rein, Junge. Holz rein. So, warte. Bin gleich wieder da. Jetzt weiß ich, wie es geht. Wir müssen den direkt in den Nacken hängen. Closen kann ich nicht, ne? Wie spät ist es denn? 17:21, okay. Hallo. La 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 la. Ich räume mal auf, ne? So. Gut. Habe ich gerade eine Schmutzspur gesehen irgendwo? Na gut. Ist der barfuß? Nein. So, warte, warte. Level 3. New Place unlocked. Die Vitaminbar. You can buy it now in the gym. Okay, lass mal kurz gucken. Was? Die trainieren auch, die sollen auch zahlen. So. Okay. Hier kommt die Vitaminbar hin, das finde ich sehr gut. Wow, das ging aber schnell. Aber ich muss erstmal den Müll rausbringen. So. Ich werde meinen Freund da drüben, wird die Sachen wieder nicht zurücklegen, ne? Pass auf, ich mach kurz den hier.
Oh, hat zurückgelegt. Guter Mann. So, hallo, hallo. Wie sieht's denn aus? Einen Abend trainieren kostet nur $450, wenn sie nichts machen. Aber ganz ehrlich, ich würde ihm empfehlen, schon mehr zu... Die fühlen sich mal gleich beleidigt. Ich weiß auch nicht, was das soll. So. Wir machen Vitaminbar, da wird das Essen aus Luft gedruckt. Habe ich gehört. So. Dam, 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 dam. Können nur zwei Leute bei uns gleichzeitig trainieren? Ich habe das Gefühl, da kommen nur zwei Leute rein. Und wenn ich hier hin und her renne, zählt das wie ein Laufband? So. Wir haben wieder 22.000. Wie viel kostet die Vitaminbar? 3.000. Yo. Go to market and buy toast? Ich kann nicht. Ich habe einen Laden zu betreiben. Mehr Umkleiden. Aber wir haben 4 Umkleiden, nicht nur 2, ne? Ich hoffe, das wisst ihr. Wir können ja 2 Männer, 2 Frauen. Ich kaufe mal mehr Umkleiden. Warte, warte, jetzt geht's richtig los. Vending Machine, required Level 7, schade. So. Los, Holz rein. Yeah, sie gibt alles. Slay Queen, slay. Dusche, die können zu Hause duschen, ich hab Deo. Was ist denn mit euch? Wir müssen ein bisschen sparen. So. Okay, warte, warte. Ob das geht? Ob das geht? So, warte. Er will nur Frauen, der Gronkh. Ich habe 4 Kabinen geholt, hör mal. Ich persönlich war ja für eine Unisex-Umkleidekabine. Aber das Spiel ist nicht progressiv genug. Ich komme, mein Herr, ich komme. Hallo, Standard, gerne schön hier. Ich habe noch nichts an der Vitaminbar. Can I get a toast, please? Ich muss ganz kurz eben Sachen kaufen, glaube ich, ne? Weil ich habe keinen Toast. Die wird gleich gehen und frustriert sein. Ich bin gleich wieder da. Was? Oh Gott, ist das hässlich. Junge, ist das hässlich. Ich möchte göbeln. Wo ist denn der Toast? Wo ist dein fucking Toast? Ich habe keine Zeit. Cheesecake. Oh ja, wir verkaufen Cheesecake im Gym. Dann bleiben uns die Leute länger erhalten. Das ist Toast. Ciao. Moment. Die ist aber sehr geduldig. Also, bake a toast with a toast machine. Das ist die Toast Machine, okay. Das hat er mich an Battlefield und Call of Duty. Ja, das kauft mir meine Mutti. So, bitteschön. So. Ha, auf den Toast gesprüht. Das geht schon. So mal, ach Mann, warum stinken denn hier alle? Sehr gut. So, läuft gut unsere Bar hier, ne? Also generell hier alles. 15.000, wo ist eine ganze Kohle hin? Hat mich gerade 22? Weil ich alle Toast gekauft habe? Ne, das kann ja nicht sein. Proteinpulver und Wasser. Okay, ja, guck mal. Wir haben nur Toast, ne? Tschüssi, Geld einmal hinlegen, ne? Ich hoffe, der will... Ja, ja, ein Toast, na klar, ein Toast haben wir natürlich. Oh,
Trost füllt sich nach. So, bitteschön. Viel Spaß mit dem Spiel. Ba-ba-dam-ba-dam-bam. Schnupp-di-bum-di-ba-di-dup-di-du-dup-di-du-di-du. Bam-bam-bam. Sportgeräte haben wir genug. Wir kriegen noch nicht mehr Kunden. Wir haben maximal immer 2 Kunden, ne? Das ist der Kotze-Eimer in der Mitte, weil man übertrieben hat. So, ich will auch wieder pumpen. Lass mich pumpen, Ingo. Ich will an die Eisen. Ich will Schwielen an den Händen und auf der Seele haben. So, raus mit dir. Wir brauchen Platz für andere Kunden. Oh, wir haben geschlossen. Okay. Aber kann ich mein Gym umbenennen? Go home. Ich will umbenennen. Ich gehe nach Hause. Wo wohne ich überhaupt? Ein erfolgreicher Tag. Das war heute ein sehr erfolgreicher Tag. Ich gehe erstmal nach Hause durch diese dunkle Gasse. Aber ich habe gepumpt, ich habe keine Angst mehr. One-Stop-Computer-Shop. Die haben sogar Internet. Ungewöhnlich, die sind zugemauert. Okay. Ich sehe nichts, hier ist so dunkel. Ah. So, hier wohne ich übrigens. Ich mache mal Roomtour. Hier. Das ist mein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Couch, Essnische. Schön hier. Ist sehr, ich gehe mal schlafen auf einer vollgewichsten Fußspurmatratze. Ah. Morgen! Guten Morgen, liebe Welt! Ah. Hier ist eine Bar. We are open. Okay, was? Wo kommt das denn her? For Sale Boxing Club. Oh, oh, okay, okay, okay. So, auf geht's zum Training, Leute. Ah, ach, der ist gar nicht. Ach so, der ist gar keine Ziegel. Der hat tatsächlich offen. One-Stop-Computer-Shop. Sieht da sehr gut aus. Proba gewonnen. Könnte vom Spiel sein. Hä? Ich kann kein Workout starten? Warum? Hä? Ich will das Workout starten. Hier ist grün, aber alles andere ist rot. Hä? Na gut, wir warten nochmal, ja? Ich warte nochmal kurz mit dem Workout. Leute, Gym ist offen. Ihr fetten Fettschweine, kommt rangeschwabbelt. Los! Ihr fetten Schinken. Na los, ihr Mayonnaise-Eimer, guckt euch mal an, wie ihr ausseht, hä? Ein bisschen Alpha-Modus, komm. Mindset, Mindset, Mindset. Reparieren? Nee, wüsste ich nicht wie. Da steht ja auch nichts. Ach, Repertu, oh. Als ob. Ach krass, okay, muss man wirklich reparieren. Hat das Spiel mir nicht gesagt. Okay, okay. Wie die damit umgehen, ne? Ist aber frech. Sag mal, Leute, wie war's mit Membership? Hä? Habt ihr schon Membership? Habt ihr Membership? Habt ihr Membership? Hast du Membership? Hast du Membership? Sag mal, das ist doch alles immer dieselbe Person. Die geht einmal im Kreis. Die geht hinten wieder raus. Hä? Okay. So. Wabbelt los. Ja, heute nur Damenbesuch. Ich weiß nicht genau warum. So, ran an die Geräte. Wahrscheinlich so eine Frauengruppe oder so. Und morgen kommen die Gorillas vorbei, die Silberrücken-Gorillas. Das sind alle so Trainingsgruppen, die haben sich kennengelernt, die kennen sich alle.
So, wow, und alle auf einmal. Wir hatten noch nie 4 Kunden auf einmal im Laden. Ich will auch trainieren. Das sieht aber immer noch kaputt aus hier, ne? So. Ja, geht noch. So, wie einer schwitzt, wie einer stinkt. Ich führe Buch. Wehe, einer stinkt. Das ist ein bisschen Urlaubsmusik, ne? Oh, was ist denn hier wieder? Das ist doch wohl nicht wahr. Die haben einfach... Oh Gott, und jetzt stinkt die mir den Toast voll. Mann, Mädel, jetzt mach doch, wasch dich doch mal. Kommt bestimmt aus der Po-Ritze. Entschuldigen Sie, Sie stinken. Immer noch. Wie kann man denn so penetrant stinken? Oh nein, die stinken ja alle. Jetzt kommen noch mehr. Okay, die habe ich besiegt. Die habe ich auch besiegt. Warte, ich mache nochmal schnell so. Gegen den ganzen Gestank komme ich nicht an. War hier nicht noch irgendwo ein Fettfleck hier? Warte. Das ist kein Schweiß, das ist geschmolzene Butter, die da rumliegt. So. Hallo, hier. Ja, natürlich nur ein Toast auf einmal. Warte. Jetzt stinken die alle wieder. Oh Gott. Kommt sofort. Ja, natürlich. Sekunde. Bitteschön. Ist aber echt ein Problem, dass die alle stinken, ne? Wo sind die alle? Nein! Ja, ich hab's geschafft! Und ich schmeiß deren Klamotten weg. Ich schmeiß einfach deren Klamotten weg. So, Toast kommt. Der Toast kommt doch schon, bitteschön. Bitte nicht ungeduldig werden, ja? So, warte. Oh nein, ich bin gestolpert, Entschuldigung. Ich habe das Gefühl, das ist anstrengend irgendwann. So. Oh nein, der stinkt auch. Mein Freund. So, Töschen kommt sofort. Ein Töschen fürs Höschen. You have no cookable food. Was? Oh, da liegt Toast. Das stinkt ja auch. Ich komme nicht an seinen Gestankskern. Wahrscheinlich da. Ich vermute mal, da ist die Zone. So, bitteschön. Und einen für den Stinker. So, wie sieht's aus? Alles in Ordnung? Naja, geht so. Ich repariere nochmal schnell. So. Junge. Bester Toast der Stadt. Hier kommt man gerne essen. So. Dann nochmal kurz den Schweiß, der irgendwie mal anders aussieht. Ich komme! Der muss schnell raus hier, der stinkt. Bitteschön. Ich bin unsicher, machen wir überhaupt Geld? Ich habe das Gefühl, irgendwie... Los, ich will ein bisschen Sport sehen. Na los, ihr faulen Schweine, bewegt euch doch einmal in eurem Leben. Hä? Ich weiß, träge Schwungmasse und so, aber das muss besser werden, Leute. Das muss aber besser werden. Junge, was mit was für einem Radius die hier reinkommen. So. Da sehe ich schon wieder. Waren alle wieder zu aufgeregt beim Training. Ja, der kann gehen. Der stinkt ja eh nur. Oh nein, der nächste. Ja. Haben die alle selber kein Deo? You do not have cookable food. Aber da ist doch ganz eindeutig was offen.
So. Oh Gott, alle stinken hier gerade. Wenn die da anstehen, kann man die nicht entstinken. So geht's, aber wenn die anstehen, geht's nicht. Warte. Prima, prima. Ekelhaft. Einfach ekelhaft. So, bitteschön, bitteschön. Proteinshake. Ich hab keinen Proteinshake. Ich hab Wasser und Proteinpulver. Ich bin gleich wieder da. Wasser und Proteinpulver. Ich hab doch sowas nicht. Okay, Wasser und Proteinpulver. Ist das hier Proteinpulver? Pump Addict? Pre-Workout? Protein, da, Proteinshot. Nee, ist das das Richtige? Protein, da, Proteinpulver. Ich bin sicher, das ist das Richtige. So, schnell. Jetzt aber schnell. So. Bitteschön. Oh. New Locker Item. Schauerkabinen unlocked. Schauerkabinen. Bitteschön. Und in Zukunft bitte weniger stinken. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich glaube, es hackt. Ist das widerlich. Stinkend und schwitzend. Stinkend und schwitzend und la 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 la. So. Prima. Ja, was kann ich für Sie tun? Aha, ich sehe. VIP-Membership. Michelle, komm rein. Du bist sehr willkommen. So, um Gottes Willen, Leute. Wascht euch auch einmal die Füße hier. Ich komme sofort. Ich muss nur gucken, dass wir da alles kaputt gemacht haben hier. Wir sind die Jimmy-Bären. Die Jimmy-Bären-Bande. Das ist süß. Das finde ich irgendwie süß. Stinkend und schwitzend. Ja. So, wir sind aber sehr tidy, ne? So, der will einen Toast haben. Zum Glück haben wir ihn vorbereitet. Der ist schon längst kalt und hart, aber ist egal. So ist das Leben. So, weiter geht's. 18.000. Ich glaube, wir machen Fortschritte. Wir machen Progress. Ich sollte Duschen kaufen, ne? Da müssen wir keine Deos kaufen. Soll ich mal zwei Duschen kaufen? Warte. Shop. Schauerkabinen. Erstmal zwei, ne? Wir haben auch noch Bänke. So. Okay, pass auf. Folgendermaßen. Locker Room Select. Und das machen wir mal hier so hin. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Also. So. Was ist denn... Was ist denn sein Problem? Ah! Was? Hab ich ihn gerade geslappt oder was? Weil er aber so stinkt. Ich habe ihn geslappt, weil er stinkt. So. Standard. Ja, bitteschön. Hier. So. Gut. Testosteron macht mich immer aggressiv. Und der ganze... Oh, Alter. Wir brauchen wirklich bald einen Angestellten, ne? So. Kann es sein, dass der mit dem Ausrufezeichen eventuell keine Membership-Card hat? So. Nur mal so gefragt.
Oh, die gehen wirklich direkt duschen. Das ist cool. So, die Jeans aber wegschmeißen. Ist ja egal, soll nicht am Boden liegen lassen. Kommt alles weg. So. Die duschen mit Klamotten. Ich wollte es nur erwähnen, ne? Die duschen mit Klamotten. Ich hab's nur. War jetzt nur. Ich verurteile das nicht. Oh, warte. Hab ich das selber gerade? Ich konnte nur einmal? Warum? Hä? Ist da irgendwas broken? Ich habe alle erwischt. Steht das 24 für 2024? Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Es ist leider wahr. So. Okay. Dann einmal bitte. Huch! Achso. So. Die alten Stinger. Was machen die denn hier nur alles? Warte mal. So. Dann tidyen und wieder reparieren, ne? 1924. Da war ich schon vier, habe ich gehört. So, warte. Okay, läuft. So, ein anderes kann ich nicht sauber machen. Okay, warte. Was darf es denn sein, meine Liebe? Hä? Ein Proteinshake. Natürlich, gönn dir. So, aber ansonsten läuft doch eigentlich. Wir kriegen das gut hin. Es ist nicht so anstrengend wie der Falafel-Simulator. Ich habe das Gefühl, wir rocken das ganz gut. Oh, stimmt. Ja. Wir müssen noch, hier. Die Dinger, ne? Wollten wir auch noch hinmachen. Hier vor dem Mülleimer. So. Mal gucken, was es bringt. Noch müssen wir niemanden einstellen, noch geht das hier alles. Also wir haben noch die Übersicht. Wir können das Geld momentan noch sparen. Ciao. Warte. Nee, du gehst so nicht an die Bar. So. Okay, was darf es denn sein? Ein Toast. Ja klar, der ist schon alt von gestern, aber für dich ist er gut genug. Oh nein, jetzt stinkt die... Oh, okay. Auch ein Toast. Ja, warte, ich muss erstmal machen. Dauert ein bisschen. Sie geht duschen, hoffe ich, ne? Wir brauchen zwei Duschen. So. Wir nehmen noch eine Dusche. Vielleicht nicht ständig sauber machen. Ja, aber das wird doch alles verschmutzt hier. Natürlich mache ich regelmäßig sauber und warte auch die Geräte, vor allem weil die Geräte halt super alt sind. Guck dir die mal an. Die gehen sofort kaputt, weil man die nur anguckt. Diese Geräte sind unfitter als unsere Kunden. So. Eigentlich müssen die Geräte auf die Kunden steigen und mal ein bisschen trainieren. Ja. Na. So. Wunderbar. Einmal abends reinigen. Ja, euch reicht das vielleicht, ja? Aber eigentlich muss ja durchgehend, guck mal hier. Hier muss durchgehend gereinigt werden. Außerdem will ich keine Überstunden machen und es ist, das nennt sich halt Arbeit. Das ist mein Job hier. Das muss ich halt machen. So. Ebenso in der Kundenservice. Das ist halt der Job. Es ist der Job. Was darf's denn sein? Ein Töstchen. Oh, ich hab vergessen nachzulegen. Ups. Ein Töstchen. In der Zeit hier noch ein bisschen Schwitz aufwischen? Na klar. So. Der Schweiß wird abgefüllt und dann verkaufe ich als Proteinshake. Was? Ach, weil ich Level 5 geworden bin. Oh.
Aber gut, das war schon die Demo. Level 5 immerhin. Naja, wir sehen uns in der Vollversion, ne? Wir sind jetzt ein bisschen angefixt. Ich will mehr Features haben. More Gameplay Mechanics, Gym Upgrades, Competitions. Ich will Competition und Gym Upgrades. Wir warten auf die Vollversion. War ein schönes, wir sind aber durchgespeedrunnt. Wir sind aber zu gut, was soll ich euch sagen? Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, jetzt auch selber ins Gym zu gehen. Kommt doch vorbei. Ich habe eine geile Idee, wenn wir die Vollversion spielen. Ich habe die Geschäftsidee, wie wir unseren Laden nennen. Ich hoffe, ich denke dran. Ja, wir haben leider die Angestellten nicht gesehen, weil wir alles selber gemacht haben mal wieder. Aber ich wollte sparen. Naja, dann sehen wir uns in der Vollversion. Tschüss YouTube, tschüss. Soll grüßen vom Chat, ciao.